Ohne seine Mütze sah Hanako zum ersten Mal wie ein ganz normaler Junge aus. Und da fiel es mir auf. Obwohl ich ihn als Freund ansah, hatte ich nie versucht, mehr über ihn herauszufinden. Die Schuld, die er auf sich geladen hatte, warum er gestorben war oder seinen wirklichen Namen.